YouTube und willkommen bei einem neuen Video auf den N7 Nation Channel. Heute endlich mal wieder ein neues Video auf den Channel. Lange war es sehr ruhig auf dem Kanal. Und ich bin heute nicht alleine. Wir haben heute jemanden dabei, der hat heute sein erstes Mal in der Kommentatorszene. Und zwar geht es hier um N7 Ailara. Und ich denke mal, sie kann sich selbst mal ganz kurz vorstellen, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Ja, jetzt darfst du dich vorstellen. Hallo, ich bin Jadine. Willkommen zu einem neuen Video. Und ich werde euch jetzt ein bisschen kurz was über meine Person erzählen. Also, ich bin 17 Jahre alt, spiele seit ungefähr 2 Jahren jetzt Xbox, habe angefangen mit der 360, mittlerweile auch auf der One. Bin circa seit Dezember bei N7 und ja. Ja gut, bevor wir uns jetzt verquatschen, kommen wir erstmal jetzt zum Gameplay, was im Hintergrund läuft. Das ist ja ein Gameplay von dir, willst du dazu auch noch kurz was erzählen? Also, zu dem Gameplay, das ist ein Frei für alle auf der Map Rush. Auf dem DLC von Black Ops 2. Es ist ein 30-0 am Ende. Ich habe mit Streaks gespielt, also es waren, glaube ich, Geschütz, Hellstorm und Orbit. Und es war auch schon auf meiner Facebook-Seite zu sehen. Man sieht auch noch, da heiße ich noch Eilosch. Das war der Gamertag, mit dem ich dann nachher auch Carper kennengelernt habe. Voll der Frosch-Account. Also schon ein bisschen älter. Ja, ich bin kein Frosch. Und auf jeden Fall, ja, mittlerweile heiße ich ja ein 7 Ailara. Ich habe mit der MSMC gespielt. Ist auch meine Lieblingswaffe bei Black Ops 2. Ja, also es war auch mein erstes 30-0 zudem noch. Und naja, die Gegner waren nicht so gut. Es war auch manchmal ein bisschen knapp, aber ich habe es überlebt. Und bin dann am Ende dann mit dem 30-0 rausgegangen. Auf jeden Fall ganz ansehnlich, kann man so stehen lassen. Also ich bin ja nicht nur zum Spaß bei N7, sondern ich möchte dann auch ein bisschen so die weiblichen Zockerinnen hier vertreten. Es gibt ja nicht nur männliche Zocker, auch weibliche Zocker können gut sein, können gut spielen. Und nein, wir sind keine 12-jährigen Jungs. Und? In Ehrlichkeit hat Aline so ein kleines Schniepi, aber das darf man ja nicht sagen. Hey, bestimmt nicht. Nee, auf jeden Fall, so bei N7 haben wir auch, oder versuchen wir auch so ein bisschen auf. Ja, wie eigentlich schon N7 Nation das Projekt sagt, wir wollen auf jeden Fall auch mehrere Bereiche abdecken. Und deswegen haben wir uns auch im Female-Bereich so ein bisschen verstärkt mit Aileen. Ich denke mal, war ein guter Pick. Kann man mit der arbeiten. Ja, ich fühle mich auch ganz gut bei euch. Jo. Gut, kommen wir mal zu der Sache. Aileen hatte jetzt sozusagen ihr Debüt. Das ist ja das erste Mal jetzt hier auf dem N7 Nation Channel vertreten. Einige andere sollten sie auf jeden Fall schon auf meinen eigenen Channel gesehen oder gehört haben. Mit denen habe ich öfter schon Videos produziert. Ja, Aileen möchte auf jeden Fall jetzt auch ein bisschen in der YouTube-Szene durchstarten, deswegen haben wir sie auch zu N7 geholt. Wir haben uns überlegt, mit Aileen zusammen einen YouTube-Channel zu starten, um sie ein bisschen zu supporten und zu unterstützen und. Und Aileen hat da auf jeden Fall auch Interesse, wie ich gehört habe. Allerdings. Ja, und deswegen versuchen wir jetzt mal so ein bisschen den Einstieg in die Sache hier zu finden, deswegen machen wir jetzt hier ein kleines Duett zusammen. Ja, ihr könnt auf jeden Fall mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr von der Aileen haltet. Ob ihr gerne öfters was von ihr sehen wollt oder möchtet. Sagen wir mal lieber, ob ihr öfter was von der Aileen hören wollt. Und ob Aileen einen eigenen YouTube-Channel starten soll, könnt ihr mal unten in die Kommentare klatschen. Wir sind auf jeden Fall dabei, momentan eine eigene Capture-Card zu besorgen. Und dann kann die Madame auch durchstarten. Was sollte man auf jeden Fall noch erwähnen zu deiner Person? Was spielst du momentan am liebsten? Also, da ich momentan jetzt meine 360 verkauft habe und nur noch auf der One spiele, spiele ich ganz gerne Titanfall. Ghosts mag ich eher weniger. Ich hole mir jetzt aber wieder eine 360 und dann geht's auch wieder los mit Black Ops, weil das einfach mein Lieblings-COD ist. Und das wird's, glaube ich, auch vorerst bleiben. Also Aline ist dann wieder auf jeden Fall demnächst wieder auf 360 unterwegs. Wenn ihr mal ein bisschen mit ihr Black Ops spielen wollt, könnt ihr das gerne tun. Der Gamertag ist auf jeden Fall N7 Ailara. Ja, Aileen hat momentan schon mal eine Facebook-Page. Das Ganze verlinke ich für euch mal unten in der Beschreibung. Dann könnt ihr euch mal ein Bild von der Dame machen. Ja, jetzt kommen wir eigentlich schon so langsam zum Ende des Videos. Möchtest du noch irgendwas sagen abschließend? Ansonsten würde ich dann aber gerne zum Channel sagen. Ja, also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich in Zukunft unterstützen würdet, wenn ich einen YouTube-Channel aufmache. Und ja, es macht auf jeden Fall Spaß.
Ja, auf jeden Fall, Aileen war jetzt leider nicht ganz so redselig, aber ich denke mal, das war jetzt ihr erstes Mal und es wird sich mit von Video zu Video steigern, deswegen hoffentlich habt ihr so ein bisschen Nachricht. Und was ich eigentlich noch sagen wollte ist, der Channel war ja in letzter Zeit eher ein bisschen inaktiv und ich plane da ein bisschen um, gerade intern in N7, das könnt ihr nicht so mitverfolgen. Aber ich tue da vieles und einiges umstrukturieren. Wir sind ja auch momentan dran, ein neues Competitive Team zu besorgen. Das allerdings braucht ein bisschen Zeit, da wir da wirklich auf ein gutes Team setzen möchten und auch auf loyale Leute. Deswegen dauert das auch dementsprechend länger. Und sobald das steht, wird N7 einen Relaunch starten. Aber der gute QB, ich weiß nicht, ob das Video schon online sein wird, aber QB möchte diesbezüglich noch ein Infovideo machen. Deswegen werden da auf jeden Fall noch mehr Infos kommen. Und wir beide verabschieden uns jetzt so langsam hier. Ich würde sagen, ich bin schon mal over and out und Aileen hat das Schlusswort. Bis dann, tiddly.